Catman auf Rekordkurs. Wir besuchten den Motorradprofi Stefan Katt zu Hause bei seinen Vorbereitungen für die Grasbahn-Europameisterschaft in Bielefeld. Hi, ja, hier befindet ihr euch in meiner Werkstatt. Sieht im Moment ein bisschen unaufgeräumt aus, bloß das Problem ist, jetzt in der Sommersaison, von den 100 Tagen, wo meine Saison ist, bin ich nur ungefähr 15 hier und das wirklich nur zum Arbeiten und zum Schrauben. Und ja gut, hier sieht man ein paar Sachen, meine Motoren da unten, ich habe noch ein paar Motoren im Auto. Ich habe selber auch noch Techniker, Mechaniker. Hauptsächlich meine Motoren gebe ich weg in die Schweiz, da werden sie präpariert, getuned und ja, wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, wenn es mal zwischendurch schnell gehen soll, dann mache ich es halt mal selber. Das, was du gerade filmst, ist der Goldhelm, den habe ich im letzten Jahr gewonnen, ist die begehrteste Trophäe überhaupt vom ADAC. Ist komplett in Gold, die Oberschicht und ja, das gibt es nur bei ganz großen Rennen. Zwischendurch siehst du meine Goldmedaillen von den Weltmeisterschaftsläufen, Goldmedaillen von Europameisterschaften. Der silberne Pilz ist eine Traditionstrophäe aus der Stadt Dingolfingen. Der Pilz ist selber komplett in Silber und das ist einfach, ist natürlich sehr viel wert, aber es ist eine Prestigesache. Nicht viele Fahrer haben den errungen und ich habe es in diesem Jahr geschafft. Der ADAC Goldhelm ist die höchst ausgefahrenste Trophäe in Deutschland. Der ist, die Oberhaut oder die Oberschicht ist komplett aus Gold, darunter ist ein Stahlhelm. Und bei einem Silberhelm ist genau das gleiche, da ist die Oberschicht aus Silber und ja, das sind wertvolle Trophäen. Selbst wenn man später das Geld mal nicht mehr hat, einschweißen oder einschmelzen würde ich sie nicht. Man hat irgendwo da einen Stolz und ja. Also wenn ich jetzt sagen soll, von der Anfangszeit, wo ich angefangen habe, ich denke mal, da wird sich so auf die 300 bis 400 Pokale. Ja, müssten 400 Pokale sein. Und auf welchen bist du jetzt besonders stolz? Natürlich, das ist mein erster Europameisterschaftspokal von 2006. Das ist was ganz Besonderes. Aber ich bin ganz ehrlich, eigentlich ist jedes Rennen, was ich gewinne, ist für mich irgendwas ganz Besonderes. Und ich habe Spaß an der Sache, die ich mache. Und wenn ich dann am Ende des Tages ganz vorne bin, dann ist es natürlich mega geil. Gleich von klein auf an haben wir ihn überall mit hingenommen und mit 3 Jahren kriegte er sein erstes kleines Motorrad. Und von da an war es geschehen, da gab es kein Zurück mehr. Nicht, Stefan? Ja, Mama. Natürlich ist es gefährlich. Er fährt praktisch bei jedem Rennen um sein Leben, wenn da was passiert. Es ist ja leider, manchmal gibt es schlimme Sachen, aber er hat ja so viel Glück gehabt. Aber ich glaube, das hat auch viel mit Können zu tun bei ihm. Ja, dieses Wochenende steht eines meiner heißesten Rennen auf dem Programm. Es ist in Bielefeld die Grasbahn-Europameisterschaft, das Finale. Ich habe mittlerweile 3-mal die EM gewonnen und dieses Jahr könnte ich den Super-GAU schaffen. Wenn ich das 4. Mal schaffe, wäre ich der Einzige weltweit oder europaweit, der es jemals geschafft hat, 4-mal Europameister zu werden. Die Konkurrenz ist hart, die ist hart wie bei jedem Rennen. Ich kann gewinnen, man wird aber auch ganz schnell Fünfter oder Sechster. Ich sag mal, je nachdem, wie die Technik mitspielt, wie man selber in Form ist. Und aber möglich ist alles und zutrauen, das tue ich mir auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt keinen weiteren Motor, der mit 500 Kubik, 4 Ventilen, diese Drehzahl erreicht, die wir erreichen. Wir drehen die Motoren bis 15.000 Umdrehungen hoch und wir haben lediglich einen Gang bzw. 2 Gänge. Also wir starten in einem Gang, also im ersten Gang starten wir und dann schalten wir kurz vor der Kurve um, im zweiten.
Da fahren wir durch die erste Kurve durch und am Ende der Geraden, ja, da erreichen wir die 200er Grenze und gehen dann in die Kurve rein im Drift. Und ich denke mal, das ist die Spezialität hier oder speziell da an dem Sport, was den Anreiz mir selbst bringt und auch für die Zuschauer. Also wir stehen am Start, geben Vollgas, gehen auf 15.000 Umdrehungen hoch, fahren, lassen die Kupplung los, beschleunigen und nach ungefähr 100 Metern schalten wir um, im zweiten Gang und dann geht es 4 Runden im Kreis und die 200 km/h, da können wir nicht rausbremsen, denn wir haben keine Bremsen. 3 Mechaniker habe ich mit, meine Person, und am Samstag werden wir hin, werden uns die Bahn betrachten, angucken, sehen, wie sie aussieht. Und am Sonntagmorgen ab 9 Uhr wird das Training sein, da werden alle Motorräder durchgiebig getestet und das Material, was nachher am besten funktioniert, das werde ich einsetzen, wenn um 13.30 Uhr das Startband hochschnellt und wir alle gegeneinander kämpfen.